Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreter, im Namen der Südtiroler Freiheit, Lana, heiße ich Sie recht herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz und Kandidatenvorstellung willkommen. Die Gemeinderatswahlen 2024 stehen vor der Tür und somit ist es auch für die Südtiroler Freiheit an der Zeit, Ihre Kandidaten und Ihr Programm vorzustellen. Kurz zum Ablauf der heutigen Pressekonferenz. Wir beginnen mit einem kurzen Rückblick über die Tätigkeit der Südtiroler Freiheit im Gemeinderat der letzten Jahre. Im zweiten Teil werden sich die einzelnen Kandidaten persönlich vorstellen und ihre eigenen Themenschwerpunkte präsentieren. Im dritten Teil wird uns Gemeinderat Stefan Daber das Programm der Südtiroler Freiheit Lana präsentieren. Im Anschluss daran sind Fragen erwünscht. Beginnen wir nun mit dem Rückblick. Die Südtiroler Freiheit ist im Lananer Gemeinderat seit dem Jahr 2010 vertreten, das heißt also nun schon rund 14 Jahre im Lananer Gemeinderat. 2010 wurden wir mit einem Gemeinderat in den Gemeinderat gewählt. 2015 konnten wir ein zweites Mandat dazugewinnen und im Jahr 2020 konnten wir auf drei Gemeinderäte aufstocken. An diese Erfolge der letzten Wahlen wollen wir auch dieses Jahr wieder anknüpfen und weiter wachsen. Die Südtiroler Freiheit Lana ist, seit sie im Gemeinderat vertreten ist, stets die fleißigste Fraktion im Gemeinderat. Das heißt, die Gemeinderäte der Südtiroler Freiheit haben am meisten Anfragen und am meisten Beschlussanträge eingereicht. Dabei wurde ein sehr breites Themenspektrum abgedeckt von Parkgebühren, Schwimmbad, Verkehr, wurden sehr viele Themenbereiche angesprochen. Durch diese Anfragen haben wir die Kontrollfunktion, die wir als Opposition ausüben müssen, ausgeübt und auch immer wieder aufgezeigt, wenn Steuergelder verschwendet oder sinnlos investiert wurden. Darüber hinaus haben wir uns aber auch aktiv in die Lananer Gemeindepolitik eingebracht durch unsere Beschlussanträge, die wir in den Gemeinderat zur Abstimmung gebracht haben. Das heißt, wir haben also zum einen unsere Kontrollfunktion ausgeübt und zum anderen aber auch konstruktive Beiträge geleistet. Die Südtiroler Freiheit ist heute aus dem Lananer Gemeinderat nicht mehr wegzudenken. Kommen wir nun zur Kandidatenvorstellung. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir heute ein sehr starkes Team präsentieren können. Bei den letzten Gemeinderatswahlen sind wir mit 8 Kandidaten angetreten und es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr die Anzahl der Kandidaten beinahe verdoppeln konnten und heute ein 15-köpfiges Team vorstellen können. Wir haben durch diese hohe Anzahl an Kandidaten haben wir auch uns noch breiter aufgestellt. Wir haben von der Schülerin über die Mutter, über den Bauer und Handwerker haben wir sehr vieles mit dabei. Wir sind auch ein noch sehr junges Team. Im Schnitt sind unsere 15 Kandidaten 38 Jahre jung. Mit den 15 Kandidaten ist die Südtiroler Freiheit in Lana die zweitstärkste Liste gemessen an der Anzahl an Kandidaten, die an den Gemeinderatswahlen antritt. Und das ist gleichzeitig auch unser Ansporn, dass wir zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat werden. Kommen wir jetzt zur Vorstellung der einzelnen Kandidaten. Jeder der Kandidaten wird sich jetzt kurz persönlich vorstellen und wir beginnen mit Ulrich. Bitte schön. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Tanzrulli, 42 Jahre alt, Bauer in Niederlande. Bin verheiratet, habe 3 Kinder. Hier haben wir so ein bisschen als Schwerpunkte hergenommen. Die öffentliche Sicherheit, hauptsächlich in Bezug auf unsere Jugend, weil man rundum auch viel hört, was meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung ist. Und als zweiten Punkt mit dem Verkehr in Lana, wissen wir schon seit 20 Jahren, haben wir ein Problem. Dann müssen wir etwas dagegen tun und nicht Punkte, wo es noch funktioniert, sollen nicht belasten. Dankeschön.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Patrick Sotzi. Ich bin 32 Jahre alt, bin Softwareentwickler und neben die ganzen Punkte, was wir gemeinsam wollen, durchsetzen im Gemeinderat, für die, was wir wollen, im Gemeinderat sein, möchte ich auch gerne mich als ehrenamtlicher, sehr tätiger Mensch fürs Ehrenamt einsetzen, das heißt, die Vereine zu unterstützen, weil das Ehrenamt ziemlich alleweil schwierig ist. Deswegen möchte ich mich da einsetzen und ich möchte auch die Vereine ein bisschen unterstützen, dass man wieder Veranstaltungen machen kann und so weiter. Guten Morgen, ich bin der Joachim Schmuhl, bin 41 Jahre alt und bin in der Landwirtschaft als Berater tätig. Und ich möchte für den Gemeinderat kandidieren, um eine Mobilität zu haben, die für alle gilt und die auch funktionieren kann. Dann war ich sicher auch dafür, die Aufgaben von der Gemeinde zu kontrollieren und schnell und kompetent abwickeln zu lassen. Danke. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich bin der Armin Mores, 28 Jahre alt. Beruflich bin ich als Elektrotechniker tätig. Meine Schwerpunktthemen sind eine bürgernahe Politik, Volksabstimmungen bei Großprojekten, Aufrechterhaltungen für Rad- und Wanderwege und zusätzlich möchte ich gerne die Fallschauer zu einer Naherholungszone ausbauen. Dankeschön. Guten Morgen, mein Name ist Mia Michaela, ich bin 33 Jahre alt, bin Hausfrau und dreifache Mutter, verheiratet und meine Themenschwerpunkte für die Gemeinderatswahl sind Einsetzung für die jungen und einheimischen Familien, Einsetzung für die Jugend auch, Thema Tradition und Erhaltung der Tradition und Einsetzung für die ehrenamtlichen Vereine und für eine sichere Gemeinde. Danke. Guten Morgen, mein Name ist Jenna Losso, bin 18 Jahre alt, Schülerin und meine Schwerpunkte sind, dass es mehr Events für Jugendliche geben soll in unserem Dorf und dass Jugendliche mehr Mitspracherecht haben. Guten Morgen, ich heiße Maria Luisa Heser, bin 66 Jahre alt und Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Kindern und Oma von drei Enkelkindern. Davon eines in der Grundschule, eines im Kindergarten und eines ist noch ganz klein. Ich selbst habe in der Landesverwaltung gearbeitet und war dort Finanzbuchhalterin einer Abteilung und wurde gleichzeitig jahrelang als Rechnungsrevisorin für mehrere Körperschaften beauftragt. Als Rechnungsrevisorin habe ich unter anderem die Haushaltsplanungen und die Jahresabschlüsse sowie die Einnahmen und Ausgaben der Körperschaften kontrolliert und auf ihre Richtigkeit geprüft und ein entsprechendes Gutachten ausgestellt. Nach über 42 Dienstjahren, welche ich in Vollzeit gearbeitet habe, bin ich in Pension gegangen. Als ich noch den ganzen Tag gearbeitet habe, war es mir zeitlich nicht möglich. Aber jetzt bin ich in Pension und ich möchte mit meinen Erfahrungen und mit meinem Wissen einen konstruktiven Beitrag für unsere Gemeinde leisten. Daher habe ich mich als Kandidatin für die Südtiroler Freiheit aufstellen lassen. Meine Schwerpunkte sind folgende: zweckmäßige und zielführende Verwendung der öffentlichen Gelder, Kontrolle der Ausgaben, Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vertretung der Interessen von berufstätigen Frauen und Müttern. Zweckmäßige und zielführende Verwendung der öffentlichen Gelder. Wie oft fragen wir uns, wo geht unser Geld hin? Was passiert mit unseren Steuergeldern? Wer entscheidet eigentlich, welche Ausgaben getätigt werden sollen und wie viel ausgegeben werden soll? Sind alle Ausgaben wirklich notwendig? Sind sie sinnvoll? Sind sie gerechtfertigt? Hätte nicht etwas anderes eine höhere Priorität, wäre wichtiger? Nach welchen Kriterien wird eigentlich entschieden, was gerade wichtig ist?
Werden unsere Gelder etwa verschwendet? Viele Fragen, auf die man keine Antwort bekommt. Und die Komplexität dieser Abläufe in der öffentlichen Verwaltung verstehen, ist bei weitem nicht einfach. Auch wenn es eine transparente Verwaltung gibt. Als ehemalige Finanzbuchhalterin und Rechnungsrevisorin kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie es in der öffentlichen Verwaltung ablaufen muss, da ich selbst Budgetplanungen, das heißt Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse erstellt, sowie unter anderem auch Ausschreibungen und Veröffentlichungen auf dem Ausschreibungsportal durchgeführt habe. Aus den Veröffentlichungen auf dem Ausschreibungsportal lässt sich vieles herauslesen, aber nicht alles. Maßnahmen, Beschlüsse, Entscheide gehören auch zu den Ankäufen. Markterhebungen müssen durchgeführt werden und so weiter und so weiter. Ich werde daher ein wachsames Auge auf die Verwendung der öffentlichen Gelder unserer Gemeinde haben. Ich werde mich mittels Controllings und Monitoring dafür einsetzen, dass die öffentlichen Gelder, unsere Gelder, in unserer Gemeinde transparent, zweckmäßig und zielführend verwendet werden. Mein weiterer Schwerpunkt ist Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vertretung der Interessen berufstätiger Frauen und Mütter. Die Familie ist ein kleines Unternehmen mit sehr großen Herausforderungen. Dies alles unter einen Hut zu bringen, ist überhaupt nicht einfach. Aus eigener Erfahrung kann ich hier sagen, dass man als Frau und Mutter hier sehr häufig an die eigenen Grenzen gerät, weil hinten und vorne einfach die Zeit nicht reicht. Alles muss geplant werden, alles muss organisiert werden. Zum Beispiel, die Kinder müssen in die Kita, in den Kindergarten, zur Schule, zum Sportunterricht, zum Musikunterricht, vielleicht auch zum Arzt und so weiter. Morgens muss es schnell gehen. Vom Frühstück bis zum Abendessen. Alles muss geplant und organisiert sein. Und die Einkäufe und der Haushalt muss natürlich auch noch erledigt werden. Und dann ist da noch die Arbeit, der Beruf. Aber das ist noch nicht alles. Was tun, wenn ein Kind plötzlich krank wird? Da muss schnell eine Lösung her. Das kann man nicht planen, da muss man sofort handeln. Was tun, wenn Ferien sind? Berufstätige Mütter haben nicht so viele freie Tage wie Kindergartenkinder oder Schulkinder. Und nicht jeder hat Oma und Opa, die mal einspringen können. Planung und Organisation reichen nicht aus. Es kommt auch noch die Flexibilität dazu. Denn manchmal müssen ganz schnell, kurzfristig Entscheidungen getroffen werden. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig dies ist, ist es mir ein Bedürfnis, die Interessen von berufstätigen Frauen und Müttern zu vertreten und gemeinsam mit ihnen nach realisierbaren Lösungen zu suchen und sie bei der Unterstützung, bei der Umsetzung zu unterstützen. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Kovi Florian, bin 45 Jahre alt und arbeite im Sanitätsbetrieb in Meran drinnen. Und ich kandidiere von Gemeinderat Lana wegen meiner Schwerpunkte sein, die Sicherheit im Dorf, sprich die Videoüberwachung auszubauen und die Präsenz von der Gemeindepolizei bzw. von den Ordnungshütern zu erhöhen und die bürgernahe Politik. Dankeschön. Grüß dich, ich bin der Ausrat Tobias, bin 31 Jahre alt und bin selbstständig. Was mir wichtig ist, ist schon mal, dass die öffentlichen Arbeiten im Dorf an die Lahnener Betriebe gehen sollten. Zweiter Punkt ist, dass die Vereine
vom Bürokratischen entlastet werden sollten. Also die Prozesse im Bauamt sollen einfach schneller abgewickelt werden. Und das war's. Danke. Guten Morgen, mein Name ist Philipp Holzner, bin 45 Jahre alt, bin Schlosser, bin jetzt 9 Jahre im Gemeinderat und meine Schwerpunkte sind Heimat und Tradition, sichere Gemeinde und nachhaltige und zukünftige Gemeindepolitik. Danke. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Daber, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet und Unternehmer. Ich sitze seit 2020 für die Südtiroler Freiheit im Gemeinderat von Lana und möchte mich auch die nächsten 6 Jahre im Gemeinderat für unser Dorf einsetzen. Meine Schwerpunktthemen sind zum einen, weil ich Mitglied von 4 Lana-Vereinen bin, das Ehrenamt muss in Lana endlich wieder mehr Wertschätzung und Aufwertung erfahren, denn das Ehrenamt ist Rückgrat unserer Gesellschaft. Des Weiteren setze ich mich für einen sorgfältigen Umgang mit Steuergeldern ein. Des Weiteren ist auch die Einbindung der Bevölkerung und die direkte Demokratie für mich sehr wichtig. Ich werde mich auch im Gemeinderat für ein sicheres Lana einsetzen. Dankeschön. Kommen wir noch zu den Kandidaten, die heute bei der Pressekonferenz leider nicht dabei sein können. Das ist zum einen Gerda Unterholzner. Sie ist 57 Jahre alt und Verkäuferin. Ihre Schwerpunkte sind Unterstützung der Familien, leistbares Wohnen und Verbesserung der Müllentsorgung, heißt Biomüllsammlung, Restmüllsammlung und Recyclinghof. Nicht anwesend ist auch Arno Rautscher. Er ist 42 Jahre alt und Gastronom. Seine Schwerpunkte sind Sicherheit, bürgernahe Politik, mehr Einsatz für Einheimische und Südtiroler zuerst. Des Weiteren fehlt heute Cindy Gruber. Sie ist 20 Jahre alt und Bankkauffrau. Ihre Schwerpunkte sind Stärkung der Jugendinteressen, die Wiederherstellung der Zollstraße und leistbares Wohnen für Lanas Jugend. Zum Schluss möchte ich auch noch mich selbst kurz vorstellen. Ich bin Peter Gruber, 29 Jahre alt und Elektroingenieur. Ich bin nun bereits seit 9 Jahren im Lananer Gemeinderat vertreten, habe mich da schon sehr viel für die Interessen der Bevölkerung eingesetzt und würde mich sehr freuen, das auch die nächsten 6 Jahre wieder machen zu dürfen. Meine Schwerpunkte sind dabei eine Politik mit Hausverstand, eine effizienter Einsatz der öffentlichen Gelder, leistbares Wohnen für die Lananer und ein Projekt, das mir am Herzen liegt, ist ein toller Erlebnisspielplatz für die Lananer Kinder zu richten, so wie es in anderen Gemeinden sehr üblich ist und es dort gibt. Das wären somit alle unsere Kandidaten, also in Summe sind wir ein 15-köpfiges Team. Wir sind sehr motiviert. Jeder hat seine eigenen Schwerpunkte. Jeder bringt Erfahrung aus unterschiedlichen Lebensbereichen mit. Und wir sind überzeugt, dass das eine Stärke der Südtiroler Freiheit ist. Wir sind überzeugt, dass wir ein sehr gutes Team zusammenstellen konnten und sind zuversichtlich, dass sich das auch im Ergebnis der Gemeinderatswahlen niederschlagen wird. Ich übergebe jetzt das Wort an Stefan Daber, der uns einen Einblick in das Programm der Südtiroler Freiheit Lana geben wird. Danke, Peter. Nach der Vorstellung unserer Kandidaten ist es mir eine große Ehre und Freude, die Themen vorzustellen. Die Themenschwerpunkte umfassen sehr viele Themenbereiche, die in Lana in den nächsten Jahren, wie wir finden, eine große Rolle und Bedeutung spielen werden. Das fängt zum Beispiel bei Familie an. Unter dem Schwerpunkt Familie im Fokus wollen wir eine familienorientierte und kinderfreundliche Gemeinde Lana. Die Familien müssen endlich entlastet werden. Da fordern wir zum Beispiel eine Entlastung bei den Gemeindegebühren und wir fordern einen bezahlbaren Wohnraum. Die Erweiterung und Modernisierung der Kinderspielplätze steht bei uns ebenfalls im Programm. Ein weiterer Punkt ist die Bildung, Schule
und die Jugend. Da fordern wir die Förderung für die Arbeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und den zügigen Umbau bzw. die Erweiterung der Zollschule sowie den Kindergarten Laurin. Eine stärkere Einbeziehung von Jugendlichen in Entscheidungsprozessen und die Förderung von Veranstaltungen für junge Menschen ist bei uns ebenso im Programm zu finden wie die Verbesserung des Mensa-Dienstes, der in den letzten Jahren und letzten Monaten sehr stark gelitten hat. Unter dem Schwerpunkt Wirtschaft, Arbeit und Soziales fordern wir die Gemeindeverwaltung auf, keine weiteren und neuen Schulden zu machen, eine bürgerorientierte Öffnungszeit für die öffentlichen Dienstleistungen der Gemeinde anzubieten. Die Verwaltungsabläufe müssen endlich digitalisiert werden und wir fordern die Förderung einheimischer Betriebe. Der Wirtschaftsstandort Lana muss gestärkt werden und die öffentliche Kommunikation im Umgang mit öffentlichen Bauarbeiten muss verbessert werden. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist der Schutz von Natur und Landschaft. Und da wollen wir den Schutz und die Pflege unserer schönen Naturlandschaft. Wir fordern die Neuinstallation der Abfallglocken und die Optimierung des Recyclinghofes. Die Aufstockung und Wiedererrichtung von öffentlichen Müllbehältern ist für uns ebenso wichtig. Ein wichtiger Punkt für die Südtiroler Freiheit Lana ist Heimat, Kultur und Tradition. Dabei fordern wir die Pflege von traditionellen Tiroler Bräuchen und deren Förderung. Wir wollen die Bewahrung des Sammelschutzes sowie den Transfer faschistischer Relikte ins Museum. Lana braucht kein Andenken an Diktatoren und deren Gräueltaten. Die Erhaltung christlicher Bräuche und Werte ist für uns in Bildungseinrichtungen ebenso im Programm zu finden. Weiters geht es unter dem Stichpunkt, unter dem Themenschwerpunkt Sicherheit und Migration darum, den Vorrang der einheimischen Bevölkerung bei öffentlichen Fördermaßnahmen zu garantieren, die Förderung der Deutschkenntnisse bei Zuwanderung zu fordern und unser voller Einsatz gilt für die Sicherheit in Lana und für ein sicheres Lana. Die Verstärkung der Polizeipräsenz in den Abendstunden und der Ausbau der Videoüberwachung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die konsequente Aussprache von Aufenthaltsverboten für kriminelle Ausländer findet man ebenso in unserem Wahlprogramm. Unter dem Schwerpunkt Vereinswesen fordern wir die volle Unterstützung für heimische Vereine und ehrenamtliche Menschen, die Richtung eines Festplatzes mit vollständiger Infrastruktur und die Reduzierung von bürokratischen Hürden für Veranstaltungen, Events und das gesamte Ehrenamt. Ein großer Bereich in den nächsten Jahren wird sicher Verkehr und Mobilität sein und da gibt es von unserer Seite ein klares Nein zur Einbahnregelung in der Treibgasse und Bozner Straße. Wir fordern die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, die Modernisierung der Haltestelleninfrastruktur, die Optimierung der Fahrradwege und der Mebo-Ausfahrt Lana Süd und wir fordern die Einführung von 15 Minuten Gratis-Parkplätze in den blauen Zonen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, waren unsere 8 großen Schwerpunktfelder und wie wir gehört haben, haben wir in den nächsten 6 Jahren einiges vor. Ich bin überzeugt, mit dieser motiviertesten Kandidatengruppe, wie wir heute hier stehen, wird es uns gelingen, stark in den Gemeinderat einzuziehen und viele dieser Punkte umzusetzen. Denn nur mit uns ist Lana sicher, familienfreundlich und heimatbewusst. Dankeschön. Danke dir, Stefan, für die Präsentation des Wahlprogramms. Wir sind somit am Ende unserer Pressekonferenz und würden uns jetzt den Fragen der Pressevertreter stellen. Dankeschön.